but it's better to yawn. Our love is not going on. They say you better go away, 'cause this love is made of sorrow and pain. Love is enough. Institut of Medical Technologie. Der Mr. Achim Kreuzer. Der ist doch nicht Mister, der ist doch Doktor. Achim anrufen. Hallo? Ja, hier ist Charlotte Gauss. Könnte ich bitte Dr. Achim Kreuzer sprechen? Ach, der operiert gerade. Nein, 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 nein. Ich rufe dann später nochmal an. Danke, wiederhören. Der junge Mann wurde letzte Nacht hier eingeliefert. Gucken Sie doch mal genau nach. Frank Zimmer. Sie sind Frau Bittner? Ja. Der Frank liegt im ersten Stock im Zimmer 106. Dankeschön. Entschuldigung, ist Dr. Kreuzer schon fertig mit seiner Operation? Das dauert bestimmt noch eine Dreiviertelstunde. Charlotte? Else! Vor 3 Tagen erst ist deine Karte gekommen und jetzt... Wie lange haben wir uns schon nicht mehr gesehen? Eine halbe Ewigkeit. Wie lange ist denn das jetzt schon her? Knappe 10 Jahre. Weißt du noch unser Gymnastikkurs? Oh, davon ist leider nicht mehr viel übrig geblieben, wie du siehst. Das sieht aber gut aus. Was machst du hier? Ich kümmere mich um einen jungen Mann. Aha. Nicht, was du denkst, ehrenamtlich. Aber weißt du was, den kann ich ruhig eine Weile zappeln lassen, dann kommt er wenigstens mal zum Nachdenken. Komm, ich lade dich auf einen Kaffee ein. Vielleicht finden wir noch Du bist doch nicht der einzige Patient hier. Jetzt lass doch mal die Klingel in Ruhe. Was gibt es denn schon wieder? Entschuldigung, aber ist Frau Bittner immer noch nicht da? Frau Bittner, lass mich überlegen. Eine Frau, sagst du? Komm, verscheiße mich nicht. Bittner, eine kleine Blonde. Mit Haare auf den Zähnen. Und Power wie ein durchbrennender Staubsauger. Ladi, ist Frau Bittner da? Ja, da war vorhin so eine ziemlich taffe Frau in der Rezeption, die sich nach der erkundigt hat. Aber nach Polizei hat sie nicht gerade ausgesehen. Ja, das ist sie. Sag mal, hast du Kopfschmerzen? Wann war denn das? Klar, die wann das gewesen ist. Ach, das war so gegen... Ja, wundert mich eigentlich, dass sie noch nicht hier ist. Was will die denn von dir? Ist es deine Oma? Von wegen. Guck mir mal die Augen. Die ist hinter mir her wie der Teufel hinter der armen Seele. Also, so verrückt nach dir hat sie nun auch wieder nicht ausgesehen. Aber wo die Liebe so hinfällt, hm? Das ist meine Bewährungshelferin. Kannst du dir vorstellen... Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn so eine immer auf dich aufpasst? Mann, ein Wort von der Frau und ich bin wieder drin. Ich hab mal einen Schrecken vor der. Vladi! Sag mal, warum bist du eigentlich so durch den Wind? Wenn du unschuldig bist, kann dir doch nichts passieren, oder? Du hast gut reden. Die glauben doch alle, ich hab Scheiße gebaut. War ich eben für den Herr Professor da und jetzt für seinen Sohn. Und du kümmerst dich um alles, genau wie früher. Achim ist wie mein eigener Sohn. Ach, muss dir was zeigen. Der Junge wird bestimmt mal so berühmt wie sein Vater. Jetzt kriegt er sogar schon Post aus Amerika. Hier, guck mal. Auf Englisch. Lies mal. Dear Mr. Achim Kreuzer, I regret to inform you that our meeting plan... Ah... Hier steht, dass dein Achim in 2 Tagen in Amerika mit einer Arbeit beginnen wird. In Phoenix, Arizona. Was sagst du da? Ja, hier steht, dass er in 2 Tagen in Amerika sein muss. Sag bloß, das hat er dir nicht gesagt. Doch, doch, doch. Ich hatte das bloß vergessen.
Phönix. Sag mal, musst du dich nicht um diesen jungen Mann kümmern? Frank Zimmer? Ja, ja, die Pflicht ruft. Vielleicht sollte ich bei dir nochmal vorbeikommen. Ja. Ja, das würde mich freuen. Entschuldige, Else. Aber ich muss jetzt erstmal los. Ich habe sie doch auch gesehen. Sie müssen mir glauben, Frau Bittner. Ich habe mit dem Einbruch wirklich nichts zu tun. Aber du warst mit dabei. Aber doch nur, weil ich den Bruch verhindern wollte. Ehrlich. Thomas und Oliver haben sich das ausgedacht. Und das soll stimmen? Ich schwöre es Ihnen. Ich schwöre, Frank, damit spielt man nicht. Ich bin deine Bewährungshelferin und du hast gegen die Auflagen verstoßen. Du weißt doch ganz genau, dass es dir verboten ist, mit deinen angeblichen Freunden zusammenzukommen. Das hat sich ganz zufällig so ergeben. Wenn sie mir auch nicht mehr glauben, dann ist eh alles egal. Na, nur mal Kopf hoch. Ich werde nochmal mit der Polizei reden und dann sehen wir weiter. Ist echt toll von Ihnen. Können Sie das gleich heute noch machen? Nein, heute nicht. Heute habe ich ein anderes Sorgenkind, aber morgen werde ich mich gleich drum kümmern. Aber Frank, wenn du mich anlügst, dann kann ich nichts mehr für dich tun. Das ist die Wahrheit. Gut. Also dann bis morgen. Bis morgen. Kind, hast du das Schild nicht gesehen? Du kannst ruhig ein bisschen schneller fahren. Was hat der mit 60 drauf? Ja, schon gut. Pass auf, da vorne kommt ein Fahrradfahrer. Der ist doch noch Kilometer weg. Nein, ich meine ja nur. Ich fahre und nicht du. Ist ja schon gut. Dann konzentriere dich aber auch. Und höre auf zu streiten. Ich streite? So ein Unsinn, ich streite doch überhaupt nicht. Natürlich streitest du, das habe ich doch genau gesehen. Also das wird ja immer besser. Ah, da kommt wieder Rot. Du musst es doch sehen, Kind. Papa, hör auf. Ich schmeiß dich gleich raus. Pia, ich sage dir, der kleine rote Sportwagen hatte eindeutig Vorfahrt. Ich habe das Schild genau gesehen. Und du bist einfach weitergefahren. Schon gut, Papachen. Mein Führerschein ist es ja nicht. Wenn Sie den abnehmen... Weißt du was? Fächer. Ich mache dir jetzt erstmal was zu essen. Nee, du lass mal. Ich werde uns jetzt was Leckeres zum Mittag kochen. Jetzt, wo ich wieder richtig sehen kann, werde ich dir sowieso verstärkt zur Hand gehen. So, was koche ich denn heute? Herr Zinke. Guten Tag, Frau Herrmann. Ganz wichtig. Ja, danke. Tschüss. Mal sehen, was er eingekauft hat hier. Was wird denn mit den Nudeln hier? Ach, was wird denn mit Äpfeln? Ich koche keine Äpfel heute, koche ich Nudeln. Mist. Ich bin gar nicht. Sag mal, was machst denn du da? Das siehst du doch, ich wische. Da muss irgendjemand was verschüttet haben. Das ist ja komisch, habe ich überhaupt nicht gesehen. Sag mal, wer war denn das an der Tür? Jemand von der Hausverwaltung. Ja und? Du, also, das ist vielleicht eine verrückte Geschichte. Du weißt doch, dass sie nebenan auf dem Grundstück alles ausbaggern. Dabei haben sie einen Hohlraum unter dem Fundament unseres Hauses entdeckt. Ja,
Und? Ja, zur Stunde wird gerade geklärt, ob vielleicht alle Mieter für 2 bis 3 Wochen in Notquartiere ziehen müssen, weil eben dieses Fundament unterfüttert werden muss. Kein Problem. Die Hefte beipacken. Na, alles klar? Mhm. Ist irgendwas? Nö. Wie war dein Tag? Oh, wie schon. Die frische Luft tut gut. Den ganzen Tag nicht aus dem OP rausgekommen. Wenn das so weitergeht, kann ich mir noch ein Feldbett direkt neben dem Tisch aufstellen. Selber schuld. Du lässt dir einfach zu viel gefallen. Das ist eben der Unterschied zwischen Ihnen und mir, Frau Kollegin. Sie sind clever und ich bin nur ein einfacher, blöder Befehlsempfänger. Was macht denn eigentlich dein Amikurs? Soweit alles in Ordnung. Ich warte nur noch auf das Fax. Müsste eigentlich jeden Moment eintreffen. Wann soll es dann richtig losgehen? In 2 Wochen. Was sagt denn Charlotte dazu? Sie ist noch gar nichts. Sie weiß noch nichts davon. Ich wollte warten, bis das Fax da ist. Typisch, Mann. Immer alles auf den allerletzten Drücker. Wieso? Das ist typisch Frau. Charlotte wird einmal 3 Monate ohne mich auskommen. Wahrscheinlich ist das sogar ganz gut für sie. Dann erholt sie sich von mir. Ich weiß. Ich werde sie gleich anrufen, mit ihr zum Essen gehen. Und dann werde ich es dir sagen. Klasse Idee. Und so wahnsinnig einfallsreich. Ah, nee, nicht schon wieder. Ich habe Dienstschluss. Hast du dir gedacht? Bereitschaft. Hast du mir gefallen? Eben. Rufst du schon Latte an und sagst dir Bescheid, dass ich ein bisschen später komme? Ja. Danke. Das ist doch schön, dass wir schlendern gegangen sind. Ach ja. Ich bin froh, mal rauszukommen. Zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf. Ja, verstehe ich. Aber sag mal, so richtig viel Vertrauen hat dein Doktorchen nicht zu dir, ne? Ach, Else. Naja, wenn er dir nicht mal sagt, dass er für immer weggeht. Na, ich weiß ja auch nicht, warum er das nicht sagt. Ich habe immer gedacht, Achim würde mich brauchen. Und jetzt sowas. So ist die Jugend eben heute. Naja, ich habe immer geglaubt, Achim ist ganz was Besonderes. Und jetzt packt er einfach seine Koffer und geht. Was soll ich denn hier bloß alleine anfangen? Ohne Achim, ohne Sebastian. Der muss hierbleiben. Wie willst du das anstellen? Achim ist wie der Wind, den kannst du auch nicht einfach einfangen. Was gibt's denn für einen Grund, dass ich hier bleiben würde? Zum Beispiel, wenn du jetzt krank würdest. Oh, ich war noch nie richtig krank. Warum soll ich denn ausgerechnet jetzt? Mensch, Else. Für die Idee lade ich dich jetzt zum Kaffee ein. Komm. Hallo, Schatz. Was macht denn ihr hier? Das Haus stürzt ein. Was denn für ein Haus? Ja, unser natürlich. Friedrich, hattest du bei mir nicht Reparaturverbot? Du, das ist kein Blödsinn. Wir müssen wirklich hier raus. Es kracht alles zusammen, das Fundament. Verscheißern kann ich mich alleine. Roland ist kein Scherz. Hier zum Beispiel, wie klingt denn das? Staphylokokkeninfektion. Was muss ich denn da machen? Na, diese Straphidings, da sind Bakterien. Warte mal. Es handelt sich um eine Durchfallerkrankung mit Darmkrämpfen. Symptome sind Abgeschlagenheit, Schwäche, Gewichtsverlust, Schweißneigung. Etwas später kommen Gelenkschmerzen dazu. Da könntest du dann ein bisschen hinken. Normalerweise hat man da auch hohes Fieber. Da musst du das Fieberthermometer dann unter heißes Wasser halten. Na, was sagst du? Nee, Else, das tut mir leid, aber sowas mache ich nicht. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Warte mal aber hier. Bei manchen Durchfallerkrankungen treten im Bauchbereich Roseolen auf. Das sind so rote Flecken, steht hier. Die Ursache dafür sind Salmonellenbefall. Wo kriegen wir denn auf die Schnelle Salmonellen her? Hast du nicht noch was anderes? Klar. Warte mal, das hier, das klingt auch nicht schlecht. Herzbeschwerden, Tachykardie. Was ist denn das nun wieder?
Da schlägt das Herz zu schnell. Man kriegt blaue Lippen, rote Wangen und rote Ohrläppchen. Na, das können wir doch schminken. Ach, das ist doch... Willst du deinen Achim nur behalten, oder nicht? Natürlich, klar. Na, siehste. Also, beim Herzabhören gibt es ein Geräusch der Herzklappen, was besonders bei älteren Menschen auftritt. Na bitte, kann leicht mit einer bakteriell bedingten Endokarditis Herzklappenentzündung verwechselt werden, was lebensbedrohlich werden kann. In solchen Fällen muss notfallgemäß eine Herzklappenoperation durchgeführt werden. Na, das ist doch genau das, was wir brauchen. Nee, also da vergiss mal diese schlauen Bücher. Ich habe einfach Bauchschmerzen und damit ist Schluss. Bauchschmerzen? Na, sowas Triviales. Das ganze Buch ist voll so schöner Krankheiten, die normaler Mensch gar nicht aussprechen kann. Eine zauberhafte Gegend. Ist ja nur für 2 Wochen. Außerdem angewohnt schließlich auch. Und wo ist hier die Nummer 32? Hier ist die Nummer 32. Könnt ich mal? Mir geht's schon ganz schlecht. Meine Güte, wo bleibt denn ein Doktor so lange? Ich weiß ja auch nicht. Vielleicht muss er noch einen Dienst in der Klinik übernehmen. Kommt das oft vor? In letzter Zeit schon. Na, wer weiß. Vielleicht braucht er die Zeit, um seine Abreise heimlich vorzubereiten. So ist Achim doch nicht. Ach, Charlotte. Die Jungen gehen ihren eigenen Weg, da sind wir Alten bloß eine Last. Komm. Ich rufe jetzt den Achim in der Klinik an. Moment, da ist eine Nachricht drauf. Hallo, Frau Gauss. Hier ist Maya Dietz. Ich soll Ihnen von Achim ausrichten, dass es heute ein bisschen später wird. Er muss noch operieren. Wiederhören. Na, siehst du? Der lässt sich verleugnen. Ich rufe ihn jetzt an. Aber Charlotte, lass mich mit ihm sprechen. Hier. Ich bin krank. Aber ich hab Durst. Ja, Kreuzer? Nein. Na? Wo sind Sie jetzt? Nein, nein, alles in Ordnung, Frau Bittner. Ich komme sofort. Ja, ich bin gleich da. Ja, Kreuzer. Was gibt's denn? Wo? OP2. Ja. Ist die Anästhesie schon verständigt? Gut. Ja, ich komme gleich. Ah, Dr. Heinrich. Sagen Sie, sind Sie noch im Dienst? Ja. Gut. Das trifft sich gut. Können Sie gleich bei mir zu Hause vorbeifahren? Ich habe da einen Notfall. Ja, kein Problem. Hier ist die Adresse. Okay. Danke. 12. Etage. So eine schöne Aussicht. Wir kriegen nicht keine 10 Pferde mehr her. Wir kriegen nicht auch keine 10 Pferde mehr weg. Wieso? Weil das Auto so nicht fahren kann. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was denn? Hast du ein Handy? Ja. Willst du die Polizei anrufen? Nee, den Autoservice Leipzig. Lass mein Auto hier nicht stehen. In einer Stunde ist hier ja alles abmontiert, was nicht nied- und nagelfest ist. Roland, ich kann hier nicht wohnen. Roland, es ist doch nur für 2 Wochen. Ich kann hier nicht leben. So eine schöne Aussicht. Das ist er. Du bist schön krank. Achim! Ach, guten Tag, Herr Doktor. Kommen Sie rein, meine Freundin, die hat schon starke Bauchschmerzen gehabt und blaue Lippen und rote Ohrläppchen und auch rote Wangen. Das kommt wohl von den Herzklappen, von der Tracheiditis. Und keine Sorge, Frau Bittner, Frau Gauss ist bei uns in den besten Händen. Dr. Kreuzer kümmert sich gleich um Sie. Er war nur bis gerade eben noch im OP.
wenn Sie was brauchen, ich bin nur ein paar Zimmer weiter. Einfach den Arm runter, ja? Du kannst jetzt aufwachen. Ich halte das nicht mehr länger aus. Der Doktor kommt ja gleich. Mach bloß keine Witze. Wie konnte ich Achim nur solchen Kummer bereiten? Ach, wer bereitet denn hier wem Kummer? Das müssen wir jetzt durchhalten. Sonst kriegen wir wirklich Ärger. Es dauert doch nur 2 Tage. Auf was habe ich mich da bloß eingelassen? Ich guck mal nach, wo der Doktor bleibt. Lass mich hier bloß nicht alleine. Ich bin hier 5 Minuten zurück. Else! Über starke Schmerzen im Oberbauchbereich. Aber ich kann nichts finden. Jetzt werde ich erstmal Blut abnehmen und dann werde ich sie röntgen lassen und dann werden wir weitersehen. Kann ich was tun? Was machst du überhaupt noch hier? Ist ja nicht längst Feierabend? Komm mal her, Kleines. Könntest du für Charlotte gleich ein paar Klamotten von zu Hause holen? Ich würde sie ganz gerne über Nacht hier behalten. Eine Frau weiß doch besser, was eine Frau so braucht. Schon gut. So hat man denn Freunde. Danke. Wenn das hier alles überstanden ist, dann können wir mal zum Essen gehen. Das ist eine richtig gute, wahnsinnig erotische Idee. Hä? Vergiss es. Bis später. Maya! Was denn? Du. Ach, ich weiß, wir gehen doch essen. Ja, natürlich, aber wir haben das Wichtigste vergessen. Oh Gott, der Schlüssel, danke. Du bist nicht reingekommen ins Haus. Mhm. Also. Bis dann. Also, ich habe meinen Wohnungsschlüssel jedenfalls nie in Anspruch. Ich verstehe, was Sie denken, Herr Barach. Und es gefällt mir nicht. Nein, meine Herren. Sie irren, Oberschwester. Ich sage meinen Schwestern immer, dass man sich dem Klatsch zwar nicht entziehen kann, aber umgehen damit, das kann man lernen. Es wird alles gut, Charlotte. Hoffentlich. Bringen Sie das bitte ins Labor? Natürlich, Herr Doktor. Und ich sage Ihnen dann gleich Bescheid, wenn die Werte da sind. Gut, so. Jetzt machen wir noch eine schicke Röntgenaufnahme von deinem Bauch. Dann hast du für heute erstmal Ruhe. Bringen Sie Frau Gauss bitte noch zum Röntgen? Ja. Wir sollten Sie dann alleine lassen. Und kann ich noch 2 Minuten bleiben, Herr Doktor? Also gut, aber nur 2 Minuten. Das ist nicht richtig, was wir hier machen. Hör auf zu jammern, bis jetzt ist alles gut gelaufen. Ja, bis jetzt. Wer weiß, was Sie noch alles mit mir vorhaben. Röntgen, Blut abnehmen. Und reiß dich zusammen. Denk einfach an Amerika. Du hast gut reden. Du musst ja hier nicht liegen. Ja, du machst es wirklich gut. Schnell.
Ist das Charlottes? Ja. Tja, ich kann aber am besten Willen nichts Auffälliges erkennen. Außer, dass sie ihre Unterwäsche angelassen hat. Sehr gut erkannt, Frau Kollegin. Ich kann da auch nichts erkennen. Ja, was mache ich jetzt mit ihr? Holen wir uns doch mal Rat bei unseren amerikanischen Freunden. Was ist das hier? Endlich. Ah, da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Und wo habe ich das gefunden? Na, keine Ahnung, wo denn? In Charlottes Manteltasche. Bist du sicher? Jetzt denk doch mal nach. Sie will nicht, dass du nach Amerika gehst. Vielleicht simuliert sie. Ach Quatsch. Erst geht Sebastian. Jetzt gehst du. Und sie bleibt ganz alleine zurück. Ich bin in 3 Monaten wieder da. Oh Gott, die Zeit. Die spielt überhaupt gar keine Rolle. Sag mal, wo warst du eigentlich, als es an der Uni Psychologie gab? Ne? Bei meinem Psychiater. Ja. Jetzt mal im Ernst. Kannst du mir mal verraten, was sie sich dabei gedacht hat? Die spielt mir hier was vor und ich mach mal, wer weiß, was für Sorgen. Was hätte sie denn tun können? Die hätte wenigstens mal mit mir reden können. Ach, hast du mit ihr geredet? Nein, nicht so richtig. Jetzt schau mich nicht so an. Ich bräuchte halt jemanden, der sich für die Zeit meiner Abwesenheit um sie kümmert. Frag doch mal Roland. Du weißt ganz genau, dass er sich ums Verrecken nicht aus seiner Familienhöhle trauen würde. Außerdem, du könntest in einer richtigen Oberarztvilla wohnen. Hm? Ich habe Nein gesagt. Meinst du wirklich, er will diese große Villa behalten? Das ist doch mein Zuhause. Irrtum. Das ist sein Haus. Er kann damit machen, was er will. So ist mein Achim nicht. Du wirst sehen. Er wird es verkaufen. Und du bist dann nämlich auf der Straße. Ich will nach Hause. Ich mag diesen Krankenhausgeruch nicht. Und das Essen, boah, da muss man ja richtig krank. Frau Bittner, Sie sind ja immer noch da. Kommen Sie, ich nehme Sie ein Stückchen mit. Ich setze Sie irgendwo in der Stadt ab. Ach, nicht nötig, Herr Doktor. Oh, doch, das ist unbedingt nötig. Wissen Sie, Charlotte braucht jetzt ganz viel Ruhe. Ihre Blutwerte sind katastrophal. Mir ganz nach einer bicephalistischen Proafizikadenz mit nuklearatomisch präsequilaten Arotolotoxin aus. Aber das kriegen wir wieder hin. Also dann mach's gut, Kopf hoch. Komm morgen sofort wieder vorbei. Das ist versprochen. Daraus wird leider nichts. Charlotte hat morgen einen anstrengenden Tag. Sie gehört ganz den medizinischen Geräten. Kommen Sie. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Oh, oh, das wird richtig Ärger geben. Aber irgendwann musst du mir mal erklären, wieso du dir abends noch die Haare kämmst, wo du doch morgens sowieso aussiehst wie ein Mob. Das kann ich dir genau erklären. Machst du mal bitte hin? Mach der Gewohnheit. Ja, das kann ich nie wissen, wenn man nachts begegnet. Na sag mal, ist das nicht ein bisschen spät am Tag für so tolle Geschichten? Also im Ernst, wenn ich nachts im Traum jemand begegne, möchte ich mich nicht schämen müssen. Jetzt ist aber gut. Du aber flinke Füße, Papa. Gute Nacht. Ich bin ja schon weg. Und das mit dem Nachtkuss überlass mir lieber Roland. Sorgst du bitte in Zukunft dafür, dass dein Vater früher badet? In Zukunft sind wir auch nicht auf der Flucht oder auf Wohnungssuche. Das ist wirklich die Höhe. Nicht nur, dass sie zu blöd sind, ein Loch zu baggern, dann hauen sie auch mal fast das Haus um. Und schicken uns in die Platte. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt hör doch mal auf rumzumeckern, du aller Brombeer. Also ich fand's lustig heute. Und aufregend ist es auch. Ich bin Oberarzt der Chirurgie und brauche meine Ruhe, sonst kann ich nicht operieren. Und außerdem sind die Bodensilos viel zu weit weg von der Klinik. Es ist für 2 Wochen, ja. Für 2 Wochen. Als wir uns kennengelernt haben, hast du ganz genau dasselbe gesagt. Echt? Hm. Sagst du mal einen Tiernamen zu mir? Flipper. Nein, nur noch, du noch was anderes. T-Shirt. Hörst du da auf? Nee, komm, bitte hör auf. Sonst kommst du wirklich noch in die Platte. Oh, weia, ich glaube, da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Na, warte mal, ich habe eine Idee. Ah,
Frau Gauss, können Sie nicht schlafen? Nein, Frau Dietz hat vergessen, mir mein Nachthemd mitzubringen. Und ich bin es nicht gewöhnt, wenn es hinten so zieht. Ich fühle mit Ihnen. Manchmal komme ich mir so überflüssig vor, so wie so ein Stück Möbel, das man hin und her schieben kann, weil es einem im Wege steht. Ich weiß, was Sie meinen. Aber wehe, wenn man nicht richtig funktioniert, dann ist das Geschrei plötzlich groß. Dann werden wir wieder beachtet. Aber nur, weil man uns braucht. Wollen wir einen Tee zusammen trinken? Man will ja nicht jeden Tag gelobt werden, aber mal ein nettes Wort oder eine Geste, das ist doch nicht zu viel verlangt. Aber die jungen Leute sehen das eben nicht mehr so. Der alte Professor Kreuzer, der hatte Größe. Haben Sie ihn geliebt? Ja, ich habe ihn geliebt. Und Sie? Und Professor Simoni? Ich verehre ihn. Machen Sie nicht den gleichen Fehler wie ich. Verstecken Sie Ihre Gefühle nicht. Leben Sie sie aus. Sonst verlassen Sie eines Tages diese schöne Welt als einsame Frau. Das ist mein Chef. Vielen Dank für das Angebot mit dem Tee. Ich gehe jetzt doch lieber ins Bett. Gute Nacht. Achsengerechte Stellung der Fragmente. Patellare Gelenkfläche regelrecht, ein Hinweis für Stufenbildung. Darf ich stören? Schraubenlage regelrecht, ohne Anhalt für Lockerung bzw. Infektion. Frau Gauss liegt auf Station. Ja, deswegen würde ich gerne mit Ihnen sprechen, Herr Professor. Ja, bitte. Danke. Es geht um Folgendes. Ich würde bei Charlotte gerne einen kompletten Check durchführen. Ja, dann tun Sie das. Meines Wissens ist zwar Charlotte noch nie in ihrem Leben krank gewesen. Irgendwie müssen Sie mir mal erklären, wie Sie es geschafft haben, das Mädel in ein Krankenhausbett zu bugsieren. Sie werden es nicht glauben, Herr Professor. Sie hat es selber getan. Wie bitte? Ja, und der Grund dafür ist eigentlich ein ganz einfacher. Sie ist gar nicht krank. Sie spielt mir was vor. Und warum? Ich glaube, sie fühlt sich von mir vernachlässigt. Sie fühlt sich einsam, weil Sebastian nicht mehr da ist. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, ich denke, wir sollten die Dame nicht enttäuschen und sie mit all den herrlichen Dingen beglücken, die uns so technisch zur Verfügung stehen. Die große Mischung? Unter anderem. Außerdem ist es ganz gut, sich in Ihrem Alter mal durchchecken zu lassen. Danke, Herr Professor. Bitte. Ach, Herr Professor. Ja? Irgendwann müssen Sie mir mal verraten, wie Sie es immer schaffen, alle Neuigkeiten zu wissen, bevor Sie die Klinik betreten. Das ist mein Geheimnis. Deswegen bin ich Ihr Klinikchef. Wenn Roland so am Morgen schon so gute Laune hat, ist doch irgendwas... Nicht drängeln. Ich bin mit dem Typ sogar befreundet. Es ist für jeden was da. Es gibt belegtes Brötchen für jeden und einmal Rühreier mit Schinken, wo Charlotte doch Zwangsurlaub hat von Heim und Herd. Wie geht's eigentlich, Charlotte? Du, der geht's bestens. Die macht gerade ein Check-up. Sollten übrigens alle alten Leute machen, die bald 40 werden. Wann haben wir einen Termin? Du kannst mich nicht ärgern, vielleicht will ich was von dir. Oh, Achtung, jetzt kommt's. Wann genau gehst du nach Amerika? In Kürze. Warum? Kann ich so lange in dein Haus einziehen? Oh. Hat Pia dich endlich rausgeschmissen? Unsere Wohnung wird baupolizeilich gesperrt. Ich hab's, dein Schwiegervater hat was repariert. Der Tiefbau. Und jetzt müssen wir für 3 Wochen ein Ausweichquartier finden. Und dann haben sie auch noch... eine Bombe gefunden. Die haben wirklich eine Bombe gefunden. Und jetzt haben wir keine Zeit mehr, eine passable Unterkunft zu finden. Roland, ist kein Problem, du kannst bei mir wohnen. Es gibt nur eine Bedingung. Was denn für eine Bedingung?
Du musst nicht 3 Wochen bleiben, sondern 3 Monate. 3 Monate? Warum nicht? Der Nater Nachtisch. Danke, du, ich hab genug. Hallo, Frau Bittner. Ich hab schon verstanden. Ich lasse Sie beide dann mal ganz allein. Tag, Frank. Tag, Frau Bittner. Ich muss mit dir mal ernsthaft reden. Und? Wie ist es gelaufen? Haben Sie etwas erreicht? Die Lage ist die. Deine Freunde Thomas und Oliver lassen sich nicht davon abbringen, dass du bei dem Einbruch mit dabei warst. Und auch das mit dem Job in der Gärtnerei, das kannst du vergessen. Ich habe nochmal mit dem Besitzer gesprochen. Aber der lässt sich nicht abhalten, er hat dir gekündigt. Die Polizei war bei ihm und hat ihn befragt über dich. Sowas haben die Leute eben nicht gern. Und dann ist er noch mitteilen, dass du eben kein gutes Aushängeschild seist für seinen Betrieb. Ich wollte in der Erde buddeln und nicht als Reklame rumhängen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss wissen, was ich machen muss. Hör mal, Frank. Ich will jetzt von dir nochmal ganz klar hören. Habt ihr den Kiosk zusammen überfallen? Ja oder nein? Ja oder nein? So einfach ist das. Ach, was soll's? Spielt doch eh alles keine Rolle mehr. Für mich schon. Wenn ich dir nicht vertrauen kann, dann sind mir die Hände gebunden. Kapierst du das nicht? Ich bin vielleicht die einzige, Frank, die dir helfen kann. Mann! Mensch und dann Frau. Ich glaub dir ja. Ich tu, was in meiner Macht steckt. Aber ich warne dich, Frank. Wenn sich herausstellt, dass das alles nicht wahr ist, dann ist der Ofen aus, aber wirklich endgültig. Tschüss. Tschüss, Frau Bittner. Sie ist weg. Oh, hoppla. Alles in Ordnung? Das möchte ich Sie eigentlich fragen. Ja, bei mir ja. Sie ist weg. Es tut mir leid. Wenn Sie mir jetzt noch sagen würden, wer sie ist. Charlotte Gauss, sie ist verschwunden. Wir müssen sie suchen, die ist schwer krank. Ja, beruhigen Sie sich doch erst einmal. Sie vielleicht. Frau Gauss hat vor kurzem die Klinik verlassen, sozusagen auf eigenen Wunsch. Sie ist nämlich gesund wie ein Pferd, müssen Sie wissen. Das können Sie doch gar nicht beurteilen. Gute Frau, wissen Sie, es gibt in diesem Hause Leute, die haben so etwas studiert. Sogar mehrere Jahre lang, mit Abschluss. Dafür dürfen die sich jetzt Arzt, sogar Doktor nennen. Zum Totlachen. Ja. Ach, du bist es, komm rein. Hallo, willst du etwa aufgeben? Ich gebe nicht auf. Ich gehe auch nach Amerika. Was? Ja, wenn Achim nicht hier bleiben will oder kann, dann werden wir beide in Amerika leben. Jemand muss sich doch um den Jungen kümmern. Na, nun guck nicht so. Du kümmerst dich doch auch um deinen Frank. Ach, hör bloß auf mit dem. Der hat mich genauso belogen, von Hacke bis Nacke. Keiner kann über seinen Schatten. Du nicht, ich nicht, niemand. So ist das Leben. Weißt du was? Zur Feier meiner glücklichen Genesung gehe ich jetzt mal in den Weinkeller runter. Da muss irgendwo noch ein guter Tropfen sein. Soll ich mitkommen? Nein, du bügel mal das Hemd von Achim zu Ende. Prima Idee. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das sein wird, wenn wir hier wohnen werden. Was? Ich habe Achim versprochen, dass wir uns in den nächsten 3 Monaten ein bisschen um Charlotte kümmern werden. Weißt du, dass du verrückt bist? Vollkommen. Was denn? Wir werden die nächsten Monate hier wohnen? Ja. Na Gott sei Dank. Da gibt's für einen richtigen Mann endlich genug zu tun. Papa, du wolltest doch in dem schönen Hochhaus wohnen. Na, so schön war das auch wieder nicht. Trägst du mich über die Schwelle? Selbstverständlich.
Das werden herrliche Zeiten. Vierteljahr muss ich nicht kochen, bügeln, sauber machen. Himmlisch wird das. Setzen Sie sich doch. Friedrich, setze dich bitte zu uns. Wir können warten. Frau Gauss wird ja auch gleich kommen. Hallo. Besuch? Ich freue mich. Kann ich dich mal oben sprechen? Entschuldigung. Die wollen das Haus ansehen, also wird Achim verkaufen. Ach was, Dr. Hellmann ist Achims bester Freund. Der sogenannte beste Freund hat gesagt, dass Achim das Haus für ein Vierteljahr angeboten hat. Wer es glaubt, wird selig. Achim wird das Haus verkaufen. Ich mache jetzt Kaffee für alle und du gehst wieder rein ins Wohnzimmer und unterhältst dich mit denen. Geh ich nicht. Wir ziehen dir das Heim unterm Hintern weg und ich soll nein, ohne mich. Ilse! Wieso kommen die denn nicht wieder? Er soll die Männer aussehen. Der Kleine gleich ein bisschen ausmessen. Papa, du bleibst hier. Friedrich, bitte. Ja, Mama. So, was zieht ihr beiden denn für Gesichter? Na, Achim, was haben Sie der Charlotte bloß angetan? Was haben wir denn angetan? Na, Sie hauen ab für immer nach Amerika, verkaufen das Haus und Charlotte hat keine Wohnung. Was sind Sie bloß für ein Mensch? Ilse, reg dich nicht auf. Wir trinken jetzt einen Kaffee zusammen und dann reden wir mal wie erwachsene Menschen. Also, ich kann auch gehen. Nee. Hör mal, ich habe mir freigenommen, weil du mich überraschen wolltest. Jetzt will ich auch sehen, wie die Überraschung endet. Ja. Sag mal, kann mir mal einer erklären, was hier los ist? Jetzt spiel du bloß nicht den Unwissenden. Du hast auch das Fax gelesen, oder? Ja. Dann gehen Sie nur nach Amerika und verkaufen das Haus. Charlotte, der Lehrgang, der dauert nur 3 Monate. Und dann komme ich wieder. Und bis dahin habe ich mir gedacht, lasse ich unsere Freunde hier wohnen. Hm? Guck mal, den Bericht fasst die Hütte unterm Hintern weg. Und bis das repariert ist, dann sind sie halt hier. Else, Else. Achim. Wenn man sich auf andere und ihre Englischkenntnisse verlässt, nicht, Else? Na, so falsch war es ja nicht. Und doch daneben. Was machst du eigentlich mit deinem Auto, wenn du in Amerika bist? Das steht in der Garage. Aber wenn du ihn brauchst, dann nimm ihn dir einfach. Oh, sehr gut, da kannst du am besten für immer da bleiben. Bin ich froh, dass ich nicht nach Amerika muss, bei meiner Flugangst. Ach, Charlotte. Ja? Du hast morgen einen Termin in der Sachsenklinik um 10 Uhr. Komplette Vorbeugeuntersuchung. Und bitte sei pünktlich. Tja, die Geister, die ich rief. Achim. Everybody says we're too young. Our love is not going on. They say you better